Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ein Spiel von Square Enix und Disney. Für die PS3. Von mir Let's Play. Für euch. Oh, und ja. Oh, ich freue mich so sehr. Habe ich, glaube ich, bei Kingdom Hearts 1 auch schon gesagt, ne? Zwei Teile haben wir. Zwei Teile fehlen uns noch. Ja, Kingdom Hearts 2. Was kann ich dazu sagen? Für mich eins der absolut besten Spiele, die gemacht worden sind, ist allgemein Serie. Irgendwie die, eine der besten Serien aller Zeiten, finde ich. Musik, Gameplay, Charaktere, einfach alles. Und ja. Kingdom Hearts 2 spielt nach Kingdom Hearts Rechain of Memories, was wir jetzt Let's Play haben, vor einer Woche. Und dieses knüpft ja an Kingdom Hearts 1 an. Und ja, Kingdom Hearts 2 knüpft direkt an Rechain of Memories an. Das heißt, wir sehen da rechts Sora in anderen Klamotten. Was hat das zu bedeuten? Und einen Jungen, den wir in den Credits schon gesehen haben von Rechain of Memories. Den wir aber noch nicht kennen. Sora ist im Schloss des Entfallens und schläft eine Weile. Und Namine, welche in Kingdom Hearts Rechain of Memories seine Erinnerung ein bisschen manipuliert hat, will diese wieder zusammenknüpfen. Dafür muss er eine Weile schlafen zusammen mit Donald und Goofy. Währenddessen ist Rico auch zum Schloss des Entfallens gegangen und hat Sora gefunden und Anselm besiegt. Während Sora, also nachdem Sora eine komische Organisation auseinander genommen hat, von der wir noch nicht sehr viel wissen. Und ja, was noch? Rico beschützt mehr oder weniger Sora, während er noch schläft, oder will irgendwie helfen, dass seine Erinnerungen wieder hergestellt werden, zusammen mit König Mickey. Und dann gibt es noch diesen mumifizierten Typen namens Dis, von dem wir auch noch nicht viel wissen, aber der, was ist eigentlich mit dem passiert am Ende von Return of Memories, weiß ich gar nicht mehr. Ist ja nur eine Woche her oder so, ne? Und ja, gut. Gehen wir schon mal einen Schritt weiter. So, hier habe ich nachgedacht eine Weile. Was nehme ich? Ach, das heißt ja Veteran und nicht Critical. Nehme ich Profi oder Veteran? Also Critical. Im Spiel wird alles abverlangt. Zu Beginn sind unter anderem einiges Abilities bereits verfügbar. Erleichtert das Freischalten des Geheimendes erheblich. Und ja. Die Sache ist die. Bis jetzt habe ich alle Spiele auf Profi gespielt, was immer der höchste Schwierigkeitsgrad war von Kingdom Hearts. Und jetzt ist Veteran der nächsthöchste Schwierigkeitsgrad. Das Problem ist allerdings, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe schon Veteran, glaube ich, gespielt irgendwann, und ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, ob es sehr viel schwieriger war. Aber jedenfalls habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, und Veteran wird sogar... Also Critical, das ist irgendwie voll ungewohnt jetzt. Also Critical Modus, ich nenne es jetzt einfach Critical Modus, ist mehr oder weniger schon fast einfacher als Profi, weil im Critical Modus bekommt man doppelten Schaden, aber die Gegner bekommen auch doppelten Schaden. Und am Anfang hat man irgendwie was mit 50 Ability Punkte, die man dann für Fähigkeiten und so was alles verbrauchen kann, was einen schon den Anfang ein bisschen erleichtert. Und ja, eigentlich ist das ziemlich praktisch, weil dann hat man am Anfang ganz schön viele Ability-Punkte, und da man ja doppelten Schaden anrichtet, werden erst recht die optionalen Boss ja ein bisschen einfacher, wenn man denen ja doppelten Schaden anrichtet. Was bei Profi ja nicht der Fall ist, weil, ja, ich sag mal, die stärksten optionalen Gegner, die hauen einen auch mit ein paar Schlägen weg, also macht es auch keinen Unterschied mehr, ob man dann Critical oder Profi-Modus hier nimmt. Vom Schaden her. Also ja. Aber ich habe mich dann doch nach sehr, sehr langen Überlegungen entschieden, auf Profi zu spielen, damit die Tradition fortbesteht. Wenn Kingdom Hearts 3 irgendwann rauskommt, was ich auch Let's Playen werde übrigens, werde ich dieses auch blind auf Profi spielen, wenn Profi noch zur Verfügung steht. Hoffe ich ja natürlich mal, ne? Und ja, Profi. Versionsfunktionen an. Gut. Wenn ihr, weiß ich nicht,
Ich sag's schon mal jetzt, weil ich weiß ja sowieso, ja, vielleicht im ersten Part schauen sich vielleicht ein paar Leute an und danach nie wieder. Deswegen sage ich jetzt schon mal, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst irgendein Feedback. Wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst irgendein Feedback. Lasst einen Daumen nach oben, unten, links, rechts und Favoriten und weiß ich nicht, was gibt's da noch? Abos, Kommentare, Briefbomben, keine Ahnung. Lasst irgendwas als Feedback zurück, weil ich mache das schon seit 3 Jahren. Und ich will auch mal ein paar Abonnenten und so was bekommen. So gut, mein Jammern haben wir schon mal aus dem Weg geräumt. So, jetzt habe ich 7 Minuten. 6 Minuten, 6 Minuten 40 geredet, ohne dass irgendwas passiert, und das müssen wir ändern. Ich darf nicht vergessen, den Ton auszuschalten, wenn das Intro kommt, weil das wird wieder kopiergeschützt sein und das möchte ich nicht riskieren. So. 4, 3, 2, 1, 7 Minuten, gut, fangen wir an. Ah, okay. Ah, ich freue mich so. Ah. Ich hoffe, ihr freut euch auch so wie ich. Ich hoffe, ihr freut euch so, wie ich mich freuen tue. Oh, da ist noch irgendwas, aber kann ich ja während des Intros sagen. Es kommt sowieso kein Ton, weil wenn ich den Ton lasse, dann fliegt das Video so schnell von YouTube runter, da kann ich gar nicht so schnell gucken. Kingdom Hearts 2. A scattered dream is like a far off memory. A far off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine. Und der Ton ist jetzt aus. Ein wunderschönes Lied namens Sanctuary hören wir im Hintergrund. Ich weiß gar nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ist auch von Utada Hikaru. Bin mir nicht sicher. Und ich würde es auch am liebsten drin lassen, aber wie gesagt, Kopierschutz und ja. Ich habe keinen Bock, dass all meine 1800 Videos wegen so einem blöden Kopierschutz jetzt auf einmal weggehen. Ich hoffe, ihr versteht das. So, jetzt wird hier noch kurz zusammengefasst, was in Kingdom Hearts 1 und Rechain of Memories passiert ist. So, und ich hoffe, im Kingdom Hearts 1 und Chain of Memories hatte ich so komische schwarze Ränder. Aber man kann ja die Bildschirmeinstellung ein bisschen ändern. Das Problem ist jetzt, die Aufnahme müsste eigentlich jetzt gut aussehen, nehme ich an. Aber bei mir fehlt jetzt am Fernseher so ein paar kleine Sachen. Aber dürfte, glaube ich, nicht so schwer, dürfte nicht so störend sein, oder? So, da ist übrigens Anselm. Kingdom Hearts, Licht, Rico. Herz. Ja. Ich kann euch natürlich nur empfehlen, vielleicht doch mal in meinen anderen Kingdom Hearts Projekten reinzuschauen. Rechain of Memories war sogar noch halbwegs blind. Also ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also ich hatte eine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ich kam in dem Spiel nie weiter. Und im Let's Play kam ich erst weiter. Ah. Das ist so ein schönes Lied. Und ihr könnt es leider nicht hören. Das tut mir so leid. Und da haben wir Kairi, wie sie jetzt aussieht. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Seit dem ersten Teil. Und das ist Namine. Jetzt sehen wir die Ereignisse von Chain of Memories. Ah, Donald, mal gucken, ob du auch so oft verreckst in dem Let's Play. Wie im ersten Teil. Marusha, Anselm. Schön. Da haben wir gesehen, wie Rico nach unten läuft. Oder wie es in Chain of Memories war. Und da sind wir stehen geblieben. Sora geht jetzt schlafen.
Namine stellt seine Erinnerungen wieder her. Und ja. Wird natürlich alles sehr symbolisch hier hergestellt. Das ist ja. Daniel ist ja Kingdom Hearts irgendwie Meister drin, wenn es um Symbolik geht. Und ein neuer Herausforderer erscheint. So, wen haben wir hier jetzt? Schon bekannt aus dem Abspann von Rechain of Memories. Aber bis jetzt haben wir noch nichts von ihm gesehen. Aber das ändert sich jetzt. Jetzt kann ich den Ton wieder anstellen. Ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht wieder zu laut oder zu leise. Irgendwas stimmt da sowieso nie mit dem ersten Part, aber You okay. have arrived. Ich halte jetzt die Klappe. I've been to see him. He looks a lot like you. Wer bist du? I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. Ich wollte deinen Namen wissen. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? Mein wahrer Name lautet Batman. Ja. Giving up already? If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? This world has been connected. What? Who's there? Tied to the darkness. Sora, don't ever change. The door has opened. What? Ich finde die englische Synchro immer noch so ungewohnt, wenn man mit der deutschen aufgewachsen ist. Sora. Gut, das ist gerade passiert. Da dieses Herz, ich sehe das irgendwie nur zur Hälfte. Aber es wird ja wohl nicht irgendwie sehr stark behindern im Let's Play, oder? So. Das Intro ist aber leider noch nicht vorbei. Es geht noch eine ganze Weile. Weil bis ich speichern kann, dauert noch ein bisschen, glaube ich. Wir haben ja einen Jungen, der über Sora träumt. Ehe. Und die Stadt kennen wir doch. Trouble in Terror, ich meine Twilight Town. Ah. Ah, ich freue mich so schön. Ich freue mich so sehr. Ihr könnt da gar nicht wissen, wie sehr ich mich freue. Das ist unglaublich. Ja, die drei haben wir auch schon im Abspann von Chain of Memories gesehen. Man, doesn't that tick you off? Yeah, that's just wrong. The cipher has gone too far this time. I mean, it's true that stuff's been stolen around town, and we've got a score to settle with Cipher and everything. So,
If he wants to think we did it, I can't really blame him. See, that's not what really bugs me. What really bugs me is that he's going around telling everybody we're the thieves. Now the whole town and their mothers are treating us like the Klepto Club. Have you ever been this ticked off before in your life? Because I haven't. Nuh-uh. Never. Now, what to do? Oh, man, der Typ mich irgendwie so sehr an Toy Story. Ich weiß nicht wieso. We could find the real thieves. That would set the record straight. Hey, that sounds fun. What about Cypher? First, we gotta clear our names. Once we find the real culprit, everyone will get off our backs. Oh no! They're gone! Are gone! Okay. Nochmal bitte. All are gone? Nicht fluchen, er wird alles zensiert. You can't say, why not? But you do understand what I'm saying, right? Our are gone. Stolen. And not just the word. They stole it, too. What kind of thief is that? Cypher could never have pulled that off. Yeah, all right. Niemand ist dazu in der Lage, hallo? His heart is returning. Doubtless he'll awaken very soon. Okay. Komische Träume, Stimmen. Roxas, come on. Okay. Roxas. Das ist mal ein cooler Name. Jetzt ohne Mistball. So. Hier drüben. Ich war mal wetten, dass die Kameraeinstellung wieder voll für den Eimer ist. Bewege den linken Stick bis zum Anschlag. Damit Roxas läuft. Bewegst du den Stick nur leicht, geht Roxas langsamer. Springe mit Kreis. Geh zum Rüstungsladen. Wenn du nicht mal weißt, was du als nächstes tun musst, drück Start, um ein Ziel anzuzeigen. Web. Ja, super. Ich kann die Kamera noch nicht ändern, ja. Oh Gott. Muss ich erstmal warten, bis ich das Menü öffnen kann. Jedes Kingdom Hearts Spiel ist so. Warum verstehen die halt nicht, verdammt? Wirst du im Sprung oder im Fall die Kante eines Gebäudes, kannst du dich festhalten und hochziehen, wende diese Technik an, um Zugang zu verschiedenen Orten zu kommen, ja. Ja, Spoiler, hier wird nicht viel in dem Park passieren. Dann wollen wir mal mit der Suche anfangen. Hey Roxas, hätte ich nie gedacht, dass du sowas machen würdest. Wir haben nichts gestohlen, klar. Ich würde euch ja gerne glauben, aber tue ich nicht. Wer sonst würde das denn stehlen? Was ist das denn für eine Ausrede? Was denn? Als ob ihr es nicht wüsstet. Also, ich werde es euch nicht sagen. Geht und fragt beim Accessoire-Laden. Was sind die unhöflichen Leute hier? Na los, Roxas, frag sie. Warum fragt ihr sie nicht? Ihr steht genau vor ihr. Situationskommandos werden verwendet, um die Situation angemessene Aktionen auszuführen. Wie zum Accessoire-Laden, woraufhin das Situationskommando sprechen erscheint. Drücke 3, um mit der Ladenbesitzerin zu sprechen. Sprich mit den Accessoire-Ladenbesitzerin, ja, okay. Sprechen. Oh, hallo, Roxas. Situationskommandos tauchen bei verschiedenen Gelegenheiten auf und erweisen sich als äußerst nützlich. Ich benutze Situationskommandos, wann immer es geht. Oh, du bist es, Roxas. Bitte täusch mich nicht. Du bist immer einer meiner liebsten Kunden. Ich bin kein Dieb. Na gut. Und du sagst, ist das gar nicht lustig, wenn einen plötzlich alle verdächtigen? Du musst einen Weg finden, deinen Namen reinzuwaschen. Die Frau von Süßigkeitenladen ist auch ziemlich enttäuscht von dir. Ach, Mann. Warum? Roxas, wie kannst du nur? Hast du meine Katze irgendwo gesehen?
Ja. Ich habe sie gesehen. Wir regeln die Kamera mit dem rechten Stick, was blöde gemacht ist. Sie nehmen Spiel. Drücke die R3-Taste, um sie in ihre Ausgangsposition zu bringen. Drücke 1, um bestimmte Dinge anzuvisieren. Wenn du etwas anvisiert hast, wird die Kamera dieses Ziel automatisch im Blickfeld behalten. Visier die Katze an. Bams. Das Anvisieren hilft dir, ein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Kamera kann währenddessen kontrolliert werden. Drücke 1, um die Auswahl aufzuheben. Okay. Ah. Vielen Dank, Roxas. Ist hier nun auch etwas geschoben worden? Aber ja, doch etwas, das mir sehr wichtig ist. Ich versichere Ihnen, wir waren das nicht. Ich glaube euch nicht. Das ist sehr nett, danke. Was hat man Ihnen denn gestohlen? Mein wertvolles... Jetzt aus, als würde jemand überall stehlen. Und nicht nur... sondern auch das Wort an sich. Das ist kein normaler Dieb. Ob Cypher irgendwas über die Sache weiß? Wir sollten mal mit ihm reden. Los, auf zum Turnierplatz. Ich würde gerne die Kameraeinstellung ändern. Kingdom Hearts 3, bitte. Wer freut sich alles auf Kingdom Hearts? Was ist heute los? Wer freut sich alles auf Kingdom Hearts 3? Ich. Gib mir einen Daumen hoch, wer sich alles auf Kingdom Hearts 3 freut. Da haben wir einen Schwarzmagier. Oh ja? Nice comeback there, Blondie. What'd you say? You can give us back the... now. Yeah, you're the only ones who would take it, you know? That was undeniable proof that we totally owned you, lamers. So what did you do? Burn it? Not that we need some to prove that you're losers. Replay. Now you're talking. I guess if you get on your knees and beg, maybe I'll let it slide. Das ist die typische Chain of Memories Situation. Du bist hier, ich bin auch hier. Wir kämpfen jetzt. Roxas. Oh, Knüppel. Damit werde ich ihn jetzt knüppeln. Hi, na? Habt ihr was zu sagen? Ich sehe nicht schlecht aus. Wird sie auch beim Story-Turnier? Jetzt kämpft sie also schon gut damit, ja? Genau, okay. Boah, die Kamera. So, erstmal gucken. Ein Knüppel, wie er im Strahlkampf verwenden wird. Es ist leicht und lässt sich gut schwingen. Er ist leicht. Nein, wir spielen auf einen höheren Schwierigkeitsgrad und da brauchen wir nur eine Sache. Es sieht fast wie ein Stab aus. Du kannst damit ungewöhnliche Attacken ausführen. Nein, wir brauchen den hier. Abwehr. Es nur sieht wie ein Schwert aus und hat einen Handschutz. Das schützt einen gut gegen Angriffe. Ist der Defensive den Vorzug geben? Ja. Das ist genau das Richtige, weil das ist überlebenswichtig auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Ich habe euch beim ersten Mal, als ich diese Version gespielt habe, den Schleier genommen, also für Angriffskraft, und das ist, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Aber ich glaube, das tut hier nur einmal einen Wert irgendwie oder so, ne? Was als Defensive, ja. Ist besonder geworden. Abwehrkraft plus 1. Roxas, focus. Okay. Leiste in der rechten unteren Ecke ist die AP-Leiste. Du verlierst HP, Lebensenergie, wenn du Schaden nimmst und ein Kampf ist zu Ende, wenn die AP auf 0 sinken. Die blaue Leiste in der rechten unteren Ecke der MP-Leiste ist die MP-Leiste. Sie birgt eine Kraft, die dir jetzt noch nicht zur Verfügung steht. Wenn du dich ein Ziel näherst, erscheint eine gelbfarbene Markierung. Drücke X, um anzugreifen. Geh zu Cypher und kämpfe mit ihm. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2. Ich habe jetzt verdammt nochmal Rechain of Memories. So was von dem Kopf und ich wollte das jetzt direkt sagen. Kingdom Hearts 2, Final Mix. Gut.
Zwei Pfeile mit. Alles klar. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit diesem Projekt, welches ich versuche täglich rauszubringen, also bis auf sonntags, was bedeutet 6 Tage in der Woche Kingdom Hearts 2, dann hinterlasst ein Abo. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen runter. Wenn ihr das macht, dann bitte auch einen Kommentar. Warum? Weil ich möchte schon gerne wissen, warum ich scheiße bin. In dem Sinne hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.